Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil unseres Alpenabenteuers 2023. Wie ihr an den Vorschaubildern schon erkennen könnt, wird es heute nicht nur episch, sondern auch sehr spannend. Ihr werdet nicht nur sehen, wie ich 90 Grad Schräglage erreicht, nein, wir nehmen euch auch mit auf den Col de Restefond und den Col de la Bonnette. Damit erreichen wir auch mit über 2800 Meter die höchste Stelle unserer Tour. Am Ende führt uns unser Weg über den Col della Lombarda wieder zurück nach Italien. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitfahren. Wir sind auf unserem Weg vom Col de Vars zum Col de la Bonnette und freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr sehen könnt, haben wir allerschönstes Wetter, mediterranes Klima und ein dementsprechendes Panorama. Vom Feinsten. Sehr, sehr geile Straße. Und dann wurde uns mal wieder schnell und nachdrücklich klar gemacht, dass unser Gastspiel hier auf der Erde auch ganz schnell vorbei sein kann. Ui. Ui. Da ist ein Fahrradfahrer hingefallen. Oje, oje. Ah, die kommen natürlich auch hier angeschossen. Und vielleicht dann irgendwie ein bisschen Schotter oder so. Oder mit den schmalen Reifen irgendwo reingekommen. Ah. Und dann ist der Fahrtag vorbei, wenn man Pech hat. Die haben ja gar keine Schütze außer dem Kopf. Armer Kerl, tut mir leid. Wir sind immer noch durch dieses wunderschöne Tal unterwegs in Richtung Col de Restefond. Tatsächlich verlassen wir in Josier die Route Grandes Alpes, um uns über den Col de Restefond, den Col de la Bonnette und den Col de la Lombarde in Richtung Italien zu orientieren. Anschließend holen wir uns am Colle della Maddalena einen ersten Vorgeschmack auf die Piemonteser Alpen, um dann in ein hoffentlich sehr schönes Hotel in Cuneo zu ziehen. So, dieses kleine und ernst gemeinte Passsträßchen führt uns jetzt hoch zum Col de Restefond und danach irgendwann mal zum Col de la Bonnette mit 2800 Meter. Soll der wohl der höchste Pass sein, aber ich glaube, da muss man auf die Spitze rauflaufen, wenn man das erleben will. Also ist das auch nur so ein bisschen gemogelt. Wow, coole Schluchten sind das hier. Ich finde das gar nicht so schlecht ohne die Leitplanken. Da kann man in Rechtskurven sich schon mal ein bisschen auch innen hereinlegen, ohne dass man Angst haben muss, die zu touchieren. Sehr liebliche Gegend, die wir jetzt hier durchqueren. Viel Grün, wenig schroffe Felsen im unteren Bereich, dafür sehr hohe Berge drumherum. Oh, ist wirklich sehr angenehm hier. Und es riecht gut. Oh, wenn die Sonne so auf die Bäume scheint. So, das ist aber echt ein feines Sträßlein. Ah, jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen kühler, 18 Grad, sehr angenehm. Ich finde die Entwicklung des Landschaftsbildes hier echt bemerkenswert. Einmal sind die Hänge von starken Schuttlawinen geprägt und ein paar Meter weiter scheint die Vegetation alles zusammenzuhalten und man hat wunderschön bewachsene Almen. Die Straße ist echt sehr angenehm zu fahren, weil die Anzahl der Serpentinen hält sich so ein bisschen in Grenzen. Fährt man doch durchschnittlich eine höhere Geschwindigkeit. Das sah aber sehr komisch aus, das Restaurant. So, 11 Kilometer noch bis zum Col de la Restefond. Oh Leute, ich liebe dieses Farbenspiel zwischen dem Blau des Himmels, dem Weiß der Wolken, dem Braun und dem Grün der Vegetation. Einfach wunderschön. Boah, geht das so hoch. Alter Verwalter.
Wir befinden uns nun im Parc National du Mercantour. Auf rund 80 Kilometern verbindet diese wunderschöne Strecke die Orte Jauzy und Saint-Étienne-des-Tinné. Tatsächlich frage ich mich, warum die Route Grandes Alpes nicht hier lang führt. Oh, was für eine gute Strecke. Yay. Die Landschaft wechselt schlagartig. Obwohl wir uns noch unterhalb der Baumgrenze befinden, so wird der Blick plötzlich frei und wir fühlen uns schon wie im Hochgebirge. Ähnlich wie der Col d'Isoire, so lässt auch diese Strecke aufgrund der Übersichtlichkeit etwas mehr Tempo zu und macht mega viel Spaß zu fahren. Aber was sind das hier für Kurven? Das ist ja ein echter Traum für Mopedfahrer. Boah, ist das cool. Wie viele, ich würde sogar sagen, wie die meisten Alpenpässe, wurde auch diese Straße erstmal zu militärischen Zwecken gebaut. In der heutigen Form existiert die Straße seit 1961 und war folglich 1962 das erste Mal im Programm der Tour de France. Die bislang letzte Überquerung im Zuge dieses Radrennens war im Jahr 2008. Aber in 2024 wird die Tour de France erneut über diesen Berg sausen. Das mag auch der Grund sein, warum die Straße in einem perfekten Zustand ist. Straßenzustand und Straßenführung erinnert mich sehr an den Col d'Isoire, von dem ich ja schon mega begeistert war. Die landschaftlich wunderschöne Nordauffahrt hat eine Länge von ca. 22 Kilometer. Bei einer mittleren Steigung von 7% überwindet sie damit knappe 1500 Höhenmeter. Wir befinden uns hier in den französischen Seealpen in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Na, bleib bitte trocken, du Wetterchen, du. Da ist man hinterher ein bisschen dullig auf der Straße. Obwohl wir immer dachten, eher zu den flotteren Verkehrsteilnehmern zu gehören, so ist doch dieser Kollege mit seiner BMW S1000 RR mit einem Tempo an uns vorbeigezischt, dass wir dachten, wir würden stehen. Tatsächlich sieht man solche Superbikes auf diesen Strecken ja eher selten, weil es wahrscheinlich ja auch recht anstrengend ist, mit diesen Kisten hierher zu donnern. Ich muss aber schon zugeben, dass dieser Fahrer mit seinem Racer extrem geschmeidig unterwegs war. Der hat es echt drauf. Und obwohl der Ehrgeiz natürlich geweckt war, musste ich sehr schnell feststellen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, zu versuchen, ihm zu folgen. Wir beschränken uns lieber wieder auf ein Tempo, bei dem es noch möglich ist, diese beeindruckende Berglandschaft zu genießen. Steil aufragende Felsmassive und kleine Gebirgsbäche geben der Landschaft den perfekten alpinen Anstrich. Dass der Kurvenspaß dabei auf keinen Fall zu kurz kommt, zeigen hoffentlich diese Bilder. Es geht vorbei am Lac de Esope, an dessen Zulauf einige Leute scheinbar irgendwas fangen wollen. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass man hier oben Fische fangen kann. Naja, vielleicht waren es auch nur Wanderer, die ihre Trinkflaschen aufgefüllt haben. Nun kann es nicht mehr weit sein bis zum Col de Restefond und ich bin tatsächlich schon mega gespannt auf das alte Militärfort, das wir da vorfinden werden. Wie harmonisch sich die Strecke hier den Berg hochzirkelt, könnt ihr hier mal von oben sehen. Das sind alles keine Kehren, sondern schön harmonische Kurven, die natürlich eine entsprechend flotte Fahrt zulassen.
Auf diesem Pass habe ich sogar einen rekordverdächtigen Schräglagenwinkel von 65 Grad erreicht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und die soll an einer anderen Stelle erzählt werden. Weiter geht es zügig den Berg hinauf und wir freuen uns schon sehr darauf, die Reste eines alten Militärgebäudes, der Caserne de Restefond, besichtigen zu dürfen. Bis dahin genießen wir einfach die Fahrt durch diese hochalpine Berglandschaft, aber schaut einfach selbst. Ich denke, da schlägt das Herz jedes motorradfahrenden Alpinisten höher. So, da ist sie nun, die Caserne de Restefond. So Leute, und nun schaut euch das Spektakel an. Da bin ich doch nun in meinem Leben schon über 200.000 Kilometer auf Motorrädern gefahren. Und dann passiert mir trotzdem solch ein blöder Fehler. Gut, ist alles okay? Hast du dich verletzt? Ja, alles gut. Alles okay erstmal? Nee. Warte, ich helfe dir doch. Ja, pack einfach mit an. Einfach hier mit an, da mit an. Kannst du den Ständer raus? Das war doof. Aber erstmal durchatmen. Das ist gut, ne? Ja. Nichts kaputt. Linker Arm noch heil. Ja, ist alles gut. Das ist ja bei der BMW ein Riesenvorteil. Dass du nicht darunter liegst. Beruhig dich. Such what? Haben wir auf Video. Nein! Löschen Sie das! Immer wenn du meinen Fahrstil kritisierst, mache ich dieses Video raus. Nein, Spaß. Bei mir gibt es sogar eine Drohnenaufnahme davon. Mein Problem ist, dass meine Beine zu kurz sind. Sobald er ein bisschen höher ist, boah, und hältst auch dies nicht mehr. Ja. Aber du kriegst die relativ gut hoch, weil die nie so tief runterfällt. Ja. Das war auch einer der Gründe, mich dafür zu entscheiden. So, da ihr nun wisst, wie ich zu den 65 Grad Schräglage gekommen bin, können wir uns wieder der Landschaft zuwenden. Die Caserne de Restefond ist leider ein ziemlich baufälliges Gebäude, wo es nicht mehr viel Spannendes zu entdecken gibt. Viel spannender dagegen ist die umliegende Bergwelt. Überfliegt man den Grat, dann hat man freien Blick auf unzählige 3000er, die in Deutschland alle den Preis des höchsten Bergs des Landes gewinnen würden. Beeindruckt von dieser Landschaft setzen wir unsere Tour zum nächsten Gipfel fort. Ja, wir sind hier am Fort de Restefond. Haben auf der Rückseite gelesen, dass der Eintritt streng verboten ist. Aha, das ist natürlich auch ungünstig beschriftet, würde ich mal sagen. Da ist mir doch gerade das Moped umgekippt, weil kein Boden mehr unterm Fuß war. Sowas. Aber nichts passiert. Kein Problem. Da ist die BMW ja echt vorteilhaft mit den dicken Zylindern und den Sturzbügeln. Die fällt nicht tief, die kriegst du leicht wieder hochgehoben. Sehr gut.
10 Grad ist es hier nur noch. Da ist ganz schön frisch. So, dann müsste das hier, ach nee, ist immer noch nicht der Gipfel. Sag mal, wie hoch ist der denn? Ne? Schon 2600 Meter. Ja, das ist richtig, aber wie man sehen kann, geht's trotzdem noch weiter kräftig bergauf. Die Bergwelt hier ist schlicht der Wahnsinn. Und schlussendlich wollen wir auch gleich den höchsten Punkt unserer Tour erreichen. Cime de la Bonette. Ah, da müssen wir geradeaus. Also sind wir schon auf dem... Ach, dann sind wir schon auf dem Col de la Bonette? Na, das ist ja nett. Le Restefond. Ah, die gehören direkt zusammen. So, jetzt verstehe ich das Ganze. Ja, du Spitzennavigator, der Col de Restefond, der Col de la Bonette und der Col de Raspaillon hängen ziemlich dicht beieinander. Jetzt auch für du. Boah, haben wir hier fette Bunkeranlagen. Tatsächlich sehen wir hier die Grande Ouvrage de Restefond. Das ist die mit 2733 Meter die höchstgelegene Verteidigungsanlage der Maginot-Linie. Die Anlage ist noch viel verteilter, als man hier erahnen kann und zieht sich hoch bis zum Bergrücken. Wahnsinn, also den ganzen Berg wahrscheinlich unter ausgehöhlt oder so. 2679. Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, der höchste Punkt war bis jetzt 2770. Boah, wow. Geht das da hoch? So, jetzt geht's, glaube ich, einmal auf diese Rundtour. Mit dieser kleinen Umgehungsstraße zur Cime de la Bonette haben die Erbauer versucht, den Col de la Bonette zum höchsten aller Alpenpässe zu machen. Da die Passüberquerung aber auch auf der weiter unten liegenden 2715 Meter hohen Straße möglich ist, wird die Cime de la Bonette weiterhin nicht als Passstraße anerkannt. Die höchsten Alpenpässe bleiben also weiterhin der Col d'Isère und das Stilfzer Joch. Das ist aber echt eine Mondlandschaft. Mann, ist das nur Schutt, nur Geröll. 2730, bissel geht noch. Ja, da geht noch was. Saugeil. 2800. Und wir haben tatsächlich 2812 Meter. Trotz der vielen Wetterkapriolen, der Probleme mit den Navigationssystemen, dem kleinen Umfaller, so haben wir es doch auf den höchsten Punkt unserer Tour geschafft, worauf wir ziemlich stolz sind, auch wenn das Schild hier direkt mal 10 Meter von der Navi-Anzeige abzieht. Als Belohnung bekommen wir auch noch diesen wunderschönen Ausblick. So, das war die Cime de la Bonette, der höchste Punkt unserer Tour. Moppet hat gesagt 2812 Meter, Schild hat gesagt 2802. Ich denke mal, das Schild wird das schon genau wissen. So, das müssen wir... Genau. Wir müssen hier lang. In Richtung Nizza. Da sollten wir mal wieder auf Rot stellen. Nach dem Geschotter da gerade. Nice Côte d'Azur. Guck mal, wir fahren in Richtung Côte d'Azur. Oh, hier ist aber auch nichts, oder? Und frisch ist es hier auch. Aber das darf es auch sein auf 2800 Meter. Aber der Blick, boah, der Blick ist der Wahnsinn. Das ist echt der absolute Hammer.
Glück. Es ist ziemlich leer heute hier. Also schätze ich mal, dass es sonst mehr los ist. Weil das ist ja für viele dann doch eine Herausforderung. Genau wie für uns, auf den höchsten Pass zu fahren. Und das Herunterrollen hier macht auch richtig Spaß. Der Col de la Bonnette trennt die Departements Alpes de Haute-Provence und Alpes Maritimes, auf Deutsch auch Seealpen genannt. Und genau auf diese schauen wir nun. Und ich muss schon sagen, die sind doch irgendwie größer, als ich mir das vorgestellt habe. Also flächenmäßig größer. Was ja dann auch für die nächsten Stunden noch viel Fahrspaß verspricht. Hier im oberen Bereich ist der Col de la Bonnette wirklich ein sanfter Riese. Während die Spitze wie eine von Schutt bedeckte Mondlandschaft aussah, so schwingt sich die Straße hier durch hügeliges Grasland. Es ist weit und breit keine Kehre zu sehen, von daher glaube ich, dass dieser Pass definitiv Anfänger geeignet ist. Nur Höhenangst darf man halt nicht haben. Auf den nächsten 24 Kilometern in Richtung Saint-Étienne-des-Tinés verliert die Straße ungefähr 1560 Höhenmeter. Und das Ganze ohne großartige Veränderung des mittleren Gefälles von ungefähr 7%. Ah, da kann ich auch mal ein bisschen mit Pascal filmen, weil der mir ja manchmal ein bisschen zu flott ist. Da gibt es auch von dem Kind mal eine Aufnahme. So, da kommt eine ganze Motorradhorde, auf die wir da auflaufen. Ja, hier kann man nicht viel erzählen beim Fahren. Braucht man doch schon seine Sinne voll und ganz für sich. Oh, was ist da denn passiert? Eine verlassene Stadt. Spannend. Ja, hier hat man ja Sachen. Das ist ja irre. Tatsächlich. Komplett verlassenes Vor auch, ne? Ja, genau. Irre. Cool. Wir haben gerade das auf 2270 Meter liegende Camp de Fourche durchquert. Dies ist ein Militärcamp aus dem Jahr 1890, was aus 26 Hütten bestand und unglaublicherweise autark in der Versorgung war. Das heißt, die müssten hier oben nicht nur Viehzucht, sondern auch Landwirtschaft betrieben haben. Das stelle ich mir echt schwierig vor auf der Höhe. Also irgendwie hat mein Sohnemann gerade den Rennfahrer in sich entdeckt. Klar, warum auch nicht? Die Strecke ist frei und übersichtlich, es kommt uns niemand entgegen, da kann er natürlich mal Gas geben. Aber obwohl ich eigentlich das wesentlich schnellere Motorrad habe, fällt es mir als alter Sack schon ein wenig schwer, da überhaupt noch mitzukommen. Dosch ist mal eine tolle Abfahrt. Langsam erreichen wir wieder die ersten Zeichen der Zivilisation, indem wir in die kleine Ortschaft Le Prat einlaufen. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum mein Sohn so Gas gegeben hat. Wahrscheinlich wurde er vom Hunger getrieben. Wollen wir hier was essen? Meinst du, sollen wir? Sollen wir mal gucken? Sitzt aber in der Sonne, ne? Ja, noch weiter. Lass uns noch einen weiterfahren, bitte. Da ich aber keine Lust hatte, mit den Motorradklamotten in der prallen Sonne zu sitzen, wollte ich noch unbedingt weiterfahren und was Schöneres suchen. Ah, ist gerade Trockenzeit. Nichts los, wassertechnisch. Oh, wenn hier Schneeschmelze ist, könnt ihr mir vorstellen, dass das dort ganz schön abgeht.
in dem Fluss. Ja, 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 ja. Was wir hier sehen, ist im Übrigen das ausgetrocknete Bett des Flusses Tine. In dem Dörfchen ist auch nichts mehr los. Ich glaube, da wohnt keiner mehr. Wahnsinn. Über die letzten Serpentinen bewegen wir uns in Richtung der Ortschaft Tine. Dabei überqueren wir den fröhlich plätschernden Vence Wasserfall. Wasserfall. Na, das ist mal eine Abfahrt hier vom Col de la Bonnet. Oh, du wirst Spaß kriegen. Auf der Huckelstraße mit dem Fahrwerk. Herzlichen Glückwunsch. Na, da hätte ich beinahe den teuersten Kratzer meines Lebens gemacht. Das war aber auch ein Spaßvogel. Obwohl er gesehen hat, dass wir schon auf der Brücke waren, ist er nochmal ein Stückchen nach vorne gerollt. Und diese Sportwagen sind ja mega breit. Wahrscheinlich ist dem Fahrer gar nicht bewusst, wie breit die sind. Naja, letztendlich haben wir Glück gehabt. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Ah, jetzt merkt man auch temperaturtechnisch, lufttechnisch, dass wir uns so langsam Richtung Mittelmeer bewegen. So, jetzt hier was Schönes zu essen zu finden, das wäre toll. Schön im Schatten sitzen irgendwo. In Tine, ja, vielleicht gibt in Tine was, ein schönes Restaurant, so wie gestern, das war Spitzenklasse. Auf den letzten Metern bis Tine lassen wir mal andere die Führungsarbeit übernehmen. Das ist so angenehm, wenn man jemanden vor sich fahren hat. Und man weiß schon, ah ja, die Kurve ist okay, da steht keiner, da ist kein Fahrradfahrer, da ist kein Unfall. Gut gestärkt nach dem Col de la Bonnet mit einer super leckeren Pizza geht es jetzt in Richtung Nizza. Reimt sich sogar. Der Wahnsinn. Oh, was sehe ich denn da hinten? Oh, 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 oh. Wir wollten auch heute eigentlich nicht mehr nass werden. Oh, da sieht es aber auch nicht besser aus. Eieieiei. Latine. Ah, ist nicht viel los in den Flüsschen. Ah, auch hier eine sehr angenehme Gegend. Oh, die Pizza war gut. Bin jetzt froh, dass es jetzt keine Serpentinenstrecke kommt, sondern erstmal schön gemütlich rollen lassen. Oh, da ist hier eine mega gemütliche Landstraße. Die Nappis sind sich mal wieder uneinig. Eine sagt geradeaus, da fährt man nur 84 Kilometer und Prüfzeit 17.16 Uhr. Andere sagt links, da fährt man 120 Kilometer und Prüfzeit 17.12 Uhr. Ich bin echt gespannt, welches gewinnt. So, jetzt geht's hoch zum Col de la Lombarde. Wir sind in Isola 2000 oder wir fahren zu Isola 2000, ich weiß nicht so genau. Dahin. Vorhin stand da ein Ortsschild Isola. Aber es ist auf jeden Fall die Route Isola 2000. Und Isola 2000 war, glaube ich, so ein, sag mal, Retortentouristenstadt. Die Passstraße zum Col de la Lombarde hat definitiv ein ganz anderes Gesicht als die am Col de la Bonnette. Hier ist von dem hügeligen und sanften Charakter nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil, es geht entlang schroffer Felswände steil nach oben. So, jetzt muss man mal wieder 2 Minuten an so einer Straßensperre warten. Das ist aber gar nicht so schlecht. Dann hat man immer eine ganze Zeit relativ leere Straße für sich. Zumindest in unsere Richtung. Oha. Die Skirennfahrer, wie mir scheint. Oh. Ja, doch zu viel gegessen. Ja, da geht's schon wieder hoch zum Col de la Lombarde. Charakteristisch für den Col de la Lombarde sind sehr eng aufeinander folgende Spitzkehren.
Daher ist dieser Pass aus meiner Sicht nicht unbedingt Anfänger geeignet. Natürlich ergibt sich diese Straßenführung aus der sehr rauen und wilden Landschaft, in die diese Passstraße eingebettet werden musste. Das ist ja eine wilde Strecke hier. Wow. Das ist aber echt anspruchsvoll. Ah, Pizza bleibt drin. Das sieht ja mal richtig cool aus. Wenn ihr diese Bilder seht, dann hoffe ich, dass ihr es nachvollziehen könnt, wie viel Spaß es macht, den Col de la Lombarde zu erobern. Die Strecke ist extrem abwechslungsreich. Man überquert mehrfach wilde Gebirgsbäche und muss sich der Herausforderung eng aufeinanderfolgender Serpentinen stellen. Oh, müssten sie nicht nur die ganzen Serpentinen bauen, sondern auch noch die ganzen Brücken dazu. Was für ein Aufwand. Geht aber ja auch hoch. Das ist echt eine tolle Strecke hier hoch. Boah. Insgesamt müssen wir, um auf den Col de la Lombarde zu kommen, 46 Kehren bei der Auffahrt bewältigen. Diese sind sehr abwechslungsreich und teilweise mit Brücken kombiniert, was in Summe nochmals zu einem deutlich spannenderen Erlebnis führt. Und 400 Meter links und nochmal rum. Da sind ja reichlich Tornados verbaut. Da, Herr links abbiegen. So, schon wieder sind wir auf 1400 Meter Höhe. Das ging jetzt zügig hoch, mein lieber Scholli. In dem Tunnel war ich kurz davor zu sagen, Scotty Warp 7. Ich finde den optischen Effekt echt erstaunlich. Man meint tatsächlich, man würde beschleunigen, aber nichts dergleichen. Das ist echt die Hölle. Die Hölle ist es. Könnte ja nur einen Zweitgang fahren. Ohne mehr Schall. Ach du grüne Neune, die haben so auch jede Menge Bunkeranlagen. Da oben fragst du dich immer, wofür? Wow, was für eine schöne Bergwelt. Schroff durch den Stein gesprengt. Hoch ist aber richtig schön kühl, angenehm. Ja, jetzt wo gerade ordentlich geregnet. Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht in den Regen hinein. Ja, wir fahren jetzt direkt auf Isola 2000 zu. Ein komplettes Retortenstädtchen, was also nur für Wintersport gebaut wurde. Na gut, jetzt können sie Glück haben, ne? Da jetzt mittlerweile ja Wandern in ist, dass sie da vielleicht jetzt im Sommer auch Gäste haben. Aber das sieht ja sehr geschlossen aus. So, weiter geht's auf dem Weg zum Col de la Lombarde. Dann müssen wir auch bald in Richtung Italien uns bewegen können. Boah, ich finde die Herbstfarben mit dem braunen Gras und den rosanen Blüten einfach nur wunderschön. Diese Kombi trifft man leider nur auf wenigen Alpenpässen. Es ist ordentlich nass, aber die beiden BMW-Fahrer, die uns gerade entgegenkamen, hatten nur die normale Kombi an und keinen Regenkombi. Das gibt doch mal so ein bisschen Hoffnung. Wie war das? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ai. Thank you.
Ha, so kurz vor der Passhöhe wird die Landschaft nochmal so richtig episch. Die schroffe Bergwelt und die strahlenden Farben belohnen uns für die 46 Kehren, die wir auf 20 Kilometer hinter uns gebracht haben. Und dabei haben wir mal wieder fast 1500 Höhenmeter überwunden. Die Passhöhe selbst trennt die französische Region Provence-Alpes-Côte d'Azur von dem italienischen Piemont. Die Passhöhe selbst liegt dann auf 2350 Metern. Und nun schaut euch diese Aufnahmen an. Sind die nicht fantastisch? Ich glaube, hier wird klar, was uns im Piemont erwartet. Die Gegend hier ist wild, rau, aber auch sehr faszinierend. Und die Wolken tun ihr Übriges, um der gesamten Szenerie etwas Mystisches zu verleihen. Oh, ich liebe das. So ein Wolkenspiel, das sieht auch schon irre aus. So, da oben ist wohl der Pass, hoffe ich mal, dass nicht noch weiter in die Wolken geht. Das müsste jetzt nicht sein. So, Italien, juhu! Yay, wir haben es geschafft. Das ist er endlich, der 2350 Meter hohe Colle della Lombarda. Endlich an der Passhöhe angekommen, folgt natürlich das obligatorische Gipfelfoto, die Erkundung der alten Militäranlagen sowie die Würdigung der nationalen und vor allen Dingen internationalen Schönheiten. Und mit der Grenzüberquerung halbiert sich auch direkt die Straßenbreite. Wir sind jetzt quasi an meinem nächsten Traumziel angekommen, den Piemonteser Alpen. Über 40% der Fläche der italienischen Region Piemont liegt tatsächlich in den Alpen. Und die sind hier noch so ursprünglich wie sonst fast nirgendwo. Dementsprechend werden wir auch mit einem fantastischen Schauspiel begrüßt, was wirklich seinesgleichen sucht. In raschem Wechsel verschwindet die Landschaft zwischen den Wolken und taucht auch schnell wieder auf. Das Ganze hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ah, wir sind auf 2240 Meter. Hui, geht's hier bergab. Das ist aber echt steil. Es tut mir ja echt leid für euch, dass ihr jetzt so wenig sehen könnt, aber ich muss sagen, die Befahrung des Passes im Nebel der Wolken hatte schon was echt Mystisches. Ja, auf der italienischen Seite des Col della Lombarda sieht es leider ähnlich aus wie gestern an Col de Galibier. In den Wolken versteckt. Gott sei Dank regnet es hier nicht. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr viel wert. Denn die Kehren hier sind doch schon ganz ordentlich eng. Was ist das denn? Eine Umgehungsstraße? Penalty Lap? Na, wahrscheinlich eher eine Ausweichstrecke, falls sich mal zwei Fahrzeuge entgegenkommen. Mystisch. Meine Güte. Also, wenn jemand Steine braucht, ne? Ich glaube, die kann man sich hier mitnehmen. Ein Wurmel, Zwurmel. Da sind noch welche. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Witzig, Murmeltier, was süß. Mein Sohn bleibt wieder so zurück. Ich glaube, ich schmeiß schon wieder mit Steinen. Wenn hier so ein bisschen Schotter liegt, wirft die BMW das ganz ordentlich nach hinten. Das haben sie nicht so gut gelöst irgendwie. Oh Mann, was ein Geschlingel und Geschlingel hier. So, aufpassen wegen der Steine, die hier immer so rumliegen.
Und schön langsam gehen lassen, falls mal einer nach oben gepäst kommt. Hat man jetzt noch ein bisschen Bremsweg über. Aber ich glaube, heute ist es hier relativ ruhig. Wahrscheinlich dem Wetter geschuldet. Aber jetzt wird es ganz eng. Jetzt wird es ganz knurselig. Das ist ja so Eifelstraßenbreite. Ach, da kommen wir wieder auf eine normale Straße. So, und nun trennen uns noch ungefähr 50 Kilometer von unserem Hotel in Cuneo. Und ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, trocken dort anzukommen. Über uns schwebt ja genug Wasser, um das zu verhindern. Ui, 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 ui. Ach du grüne Neu, wie ist die Kuh denn da hingekommen? Wahnsinn. Wie schaffen die das? Der erste Teil der Strecke führt durch ein wildes, zerklüftetes Tal, was wirklich typisch für diese Gegend hier ist. Wir sind auch bei weitem nicht die einzigen Mopedfahrer hier. Uns hätte nur zu denken geben müssen, dass die alle mit Regenkombis unterwegs sind. Oh, werden wir doch mal ein bisschen nass. Schade. Aber jetzt kommt gleich noch mal eine zoologische Sensation. Noch ein Murmeltier. Verrückt. Da habe ich doch in meinem Leben noch nie Murmeltiere gesehen, auch am Großglockner nicht. Und hier sehe ich gleich zwei direkt hintereinander. Super. Die haben aber hier echt viele davon. Na, wenn ihr das seht, glaube ich, ihr könnt euch vorstellen, wie das Wetter wird. Aber das trockene Hotelzimmer vor Augen lassen wir uns davon gar nicht irritieren. An gigantischen Geröllhalden vorbei bewegen wir uns auf regennasser Straße, immer parallel zu einem wilden Flussbett. Im Großen und Ganzen stellte das bisschen Regen auch kein wirkliches Problem für uns dar. Das einzig Gefährliche sind diese nassen Serpentinen, die voller Bitumenflicken sind, daher unglaublich rutschig sind und unsere volle Aufmerksamkeit fordern. Dies brauchst nicht. Boah, ist das glatt. Das ist irgendwie gar keine Straße mehr, das ist nur so ein Flickenteppich. Naja, aber da hinten wird es glaube ich schon wieder ein bisschen heller. Und hier regnet es ja auch schon gar nicht mehr richtig. Die Gegend ist wild hier, absolut wild. Absolut wild. Und das ist genau der Grund, warum ich unbedingt mal in die Piemontese Alpen wollte. Naja. Wir haben fast den ganzen Tag Glück gehabt mit dem Wetter, da will ich jetzt auch nicht rumheulen, dass wir jetzt ein bisschen Regen haben. Da muss er wohl durch, der Böhm, echt? Da hinten scheint es leicht heller zu werden. So. Also dieser Pass wäre bestimmt ganz toll, im Trockenen zu fahren. Leider ist es nicht trocken. Da muss man sich das einfach ein bisschen dynamischer vorstellen. Und nicht wie Tante Daisy. Gerade um die Kurven schleichen, mehr oder weniger. Ja, komm, ein bisschen Schräglage ist da, aber auch nur die Hälfte von dem, was man normal fährt. So. Na, da grüßt Italien ja mit gar nicht so gutem Wetter, mal sicher mal sagen. Tolle Landschaft, definitiv. Aber das Wetter ist Murks. Wohnmobil mit Auto hinten dran am Anhänger, als Anhänger, und der muss den Pass hoch. Leute, ganz ehrlich, ihr habt es noch nicht erlaubt, Zaun. Sorry, dass ich das mal so deutlich sagen muss. Da oben passt genau das Wohnmobil drauf. Und dann möchte ich mal sehen, wenn der rückwärts fahren will mit seinem hinten angehängten Auto, was auf der Hinterachse läuft.
Sorry, dass ich da so empfindlich reagiere, aber ich hatte da so meine Erlebnisse mit Wohnmobilfahrern. Ich denke da nur ans Stilfzer Joch, wo die anfangen, in den Kehren zu rangieren und du als Mopedfahrer nicht weißt, wohin. Aber lass uns lieber den Rest der Reise genießen. So, jetzt wird's nochmal richtig, richtig, richtig knubbelig. Da muss man nur mal einen Blick aufs Navi schmeißen, dann weiß man Bescheid. Kurz bevor wir die Talsohle erreichen, zeigt uns die Straße noch mal so richtig, was sie kann. Kurz vor Pratolungo, Bogen 13, kehren aufeinander, die vielleicht einen Abstand von 100 Meter zueinander haben. Echt spannend. Ach, ich schalte gar nicht mehr. Gut, dass die Pizza schon halb verdaut ist. Knurrschel. Hier ist es auf jeden Fall trocken. Das ist doch schon mal super. Das heißt, unsere Sachen, die sind vielleicht, wenn es jetzt trocken bleibt, dann auch im Hotel schon wieder trocken. Ja, ich würde mal sagen, Intensivkurs kehren. 10-mal am Tag und du bist fit. So, ich kürze das Ganze jetzt mal ein bisschen ab, damit es für euch nicht zu langweilig wird. Geschafft. Irgendwann haben wir dann auch mal die Hauptstraße erreicht, sind noch mal so richtig schön nass geworden, aber trotzdem einigermaßen trocken im Hotel angekommen. Wir sind zwar ein bisschen nass geworden auf dem Weg hierhin, aber haben richtig gutes Timing. Jetzt fängt es gerade richtig an zu gewittern und hier vorne ist der Hintereingang von unserem Hotel und hier sind unsere Motorräder. Das Hotel, welches ich uneingeschränkt empfehle, ist das Best Western Plus Hotel Royal Supergar, was wunderschön im historischen Zentrum von Cuneo liegt. Und so endet leider auch Teil 8 unserer Motorradreise. Wie immer machen wir uns an die Datensicherung und auf die abendliche Nahrungssuche. Aber das Alpenabenteuer 2023 geht noch weiter. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mit uns in Teil 9 die Piemontese Alpen auf kleinen, aber sehr feinen Bergsteigen durchqueren. Wir genießen eine äußerst wilde Gebirgslandschaft, haben tierische Begegnungen der positiven und negativen Art und kehren über den Col Agnel zurück nach Frankreich. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen.